Servus, es ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also. Boah, letztens auch, das war auch. Habe ich auch wieder was gelernt. Ihr kennt das bestimmt, machen wir doch alle, oder? Wir machen den Bohrer, wir machen hier auf, ja, auf, zu. Ja, wir zentrieren auch so den Bohrer, wir halten. Und letztens hat sich der Bohrer verkantet. Und das Ding dreht, bricht den Bohrer ab und schneidet mir innen drin den Finger auf. Seitdem bin ich etwas vorsichtiger, was das anbelangt. Ja, man lernt leider nur durch Fehler. Dann schrauben wir das mal fest. Da drinnen haben wir. So, ist so wirklich fest so? Gut. So, den Rest, diese Blocks, die machen wir hin. Oh, die machen wir jetzt schon hin, komm, scheiß drauf. Machen wir sie hin. Also das ist auch so ein Projekt, Leute, wo ich wirklich sagen muss, dass ich hier echt mega stolz auf mich selber bin. Und ich kann euch auch wirklich jedem von euch empfehlen, wenn ihr ein Projekt habt, fangt Projekte an, die größer sind, als mit was ihr euch wohlfühlt. Denn ihr lernt sicherlich nicht dazu, wenn ihr immer nur Dinge macht, die ihr könnt. Ihr lernt erst dann dazu, wenn ihr Dinge macht, die ihr nicht könnt. Also traut euch an sowas dran. Ich habe auch wirklich viel bei der ganzen Bandsäge gelernt. Ich lerne ja auch immer noch. Also ist ja nicht so, dass das Lernen irgendwann mal aufhört. Ich habe früher immer gedacht, ich weiß noch, mein Vater mal zu mir gesagt hat, ja, was ich mal werden will, oder ich weiß bloß noch, es ging um irgendwas und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich einen Mofa habe und wenn ich nicht mehr lernen muss. Ich finde Lernen scheiße. Aber so läuft's Leben nicht. Das Leben ist Lernen und in der Sekunde, in der ihr aufhört zu lernen, könnt ihr es in eurem Bankkonto sehen und könnt ihr das auch in eurem ganzen Leben sehen. Lernen ist wichtig. Und ich finde, in unserer Gesellschaft ist das Wort Lernen irgendwie so negativ assoziiert. Negativ bedeutet somit in der Schule sitzen und du machst es jetzt und Dinge machen. Aber Lernen ist auch Bücher lesen, die man selber gut findet, Sachbücher. Sich weiterbilden bei Themen, die man selber gut findet. Das ist Lernen und nicht nur irgendwas lernen, was einem angetragen wird. Gut, das passt soweit. Dann sage ich jetzt einfach mal, dass wir diesen Querträger jetzt mal weitermachen. Juhu! So, bevor ich wieder 200 Millionen Fragen kriege, ob ich mit dem Hobel zufrieden bin. Ihr wisst ja, ich habe den Hobel noch nicht allzu viel verwendet. Ich habe ihn schon ein paar Mal verwendet. Ich habe ihn schon oft hinter der Kamera verwendet. Einfach mal, um mich mit dem Ding mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich muss echt sagen, ich mag den Hobel. Ich finde den Hobel super von der Einstellbarkeit. Er ist unglaublich schnell von dicken Hobel auf Abrichthobel. Er funktioniert, er tut seinen Dienst und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit. Du kannst auch mal wirklich 3 mm Späne abnehmen. Ich mag das Ding. You tossed me like a stone. You swept me off my feet. Yeah. I can't feel my bones. I still count the days. You swept me off my feet. I keep going high, she keeps going low. Something feels wrong right now, I know. Something feels wrong. You don't wait for me, cause I keep breathing fire. I won't wait for you, cause you keep telling lies. I keep going high, she keep going low. At the end of the day, she's gone low. You don't wait for me, cause I keep breathing fire. So, ihr seht, es dreht sich alles nur um Vorrichtungen. Das habe ich nur gemacht, dass ich einen Anschlag habe. Matthias Wandler hat das zwar gerade abgesägt, allerdings hat das Rad ja auch eine Rundung, deswegen sehe ich da gar nicht ein, warum ich das gerade absägen soll. Mir reicht das so. Und jetzt probieren wir mal, ob es so auch passt. Ich kann euch auch immer wieder nur sagen, Leute, schaut, dass ihr
möglichst viel an eure Säge anpasst. Also bei mir ist irgendwas schief gelaufen. Die Räder sind meines Erachtens nach ein bisschen weiter draußen, als es gehört. Zumindest in den Plänen. Aber wenn man so eine Bandsäge baut, entwickelt man auch ganz schnell Verständnis dafür, wie was gehört. Und eine Angst kann ich euch auch nehmen, wenn ihr sagt, boah, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Planarbeiter, so wie ich auch. Eure Bandsäge wird danach auf jeden Fall laufen. Also das ist nicht das Problem. Es ist einfach nur eine Sache, wie viel Bock habt ihr und wie genau seid ihr. Und ich sehe, das sieht es sehr, sehr gut aus. Ich schau mal hier, das ist auch ganz gut. Das rücken wir dann so hin. Ja, schaut doch ganz gut aus, würde ich sagen. So können wir das auf jeden Fall lassen. So, und jetzt rucke ich das auf, ich zeige es euch mal. So, dieses Sägeblatt, logischerweise, muss jetzt in der Mitte von eurer Führung laufen. Das heißt, ihr könnt ja den Klotz jetzt noch hin und her bewegen. Stellt euch das jetzt so ein, dass das Sägeband wirklich mittig hier durchläuft. Und dann zeichnet ihr euch die Position dieses Klotzes an. Truppe, war ich der alte Fuchs wieder? Der Truppe ist einfach ein Fuchs. So, jetzt genug des Lobes, Truppe. So gut bist du auch nicht, gell? Also jetzt mal ganz, ganz ruhig, Truppe. So gut war das nämlich nicht, weil du musst da unten von dem Klotz noch ein bisschen mehr wegnehmen. Kriegen wir auch noch hin. So, da ist es das abgeänderte Teil. Natürlich würde man, wenn man jetzt gerade sägt, ein klein wenig weniger Material brauchen. Aber ich meine, das ist Hartholz, das hält so viel aus. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn ich sehe, wie windig andere Bandsägen gebaut sind. Mache ich mir jetzt echt keine Gedanken. Ich zeige euch mal, wie knapp das jetzt hier aussieht. Ihr seht, hier ist auf jeden Fall noch genug Platz für das Rad, für eventuellen Dreck oder für irgendwas. Also das ist auf jeden Fall so gut. Das Gewicht steht jetzt nur drauf, damit es nicht umkippt. Dann achtet ihr nochmal drauf, dass euer Sägeband, Herrgott, nochmal, dass euer Sägeband wirklich mittig durchläuft. Das mache ich jetzt mal kurz. Es geht auch nicht, Leute, es geht auch nicht um einen Millimeter. Diese Klötze hier könnt ihr ja so verschieben, dass euer Sägeblatt dann mittig ist. Es geht nur darum, dass das einmal richtig ist. Wenn ihr das habt, dann zeichne ich mir jetzt hier am Rahmen einen rechten Winkel an. Beziehungsweise ich markiere, wo es hin soll, zeichne mir einen rechten Winkel an und dann werden wir das Ding auch schon befestigen. Truppe, weich, voll gut. Oh, mit den Löchern mal. Und denkt damit, Leute, wie gesagt, passt das auf eure Säge an, macht das nicht nur stumpf nach Plänen, sondern probiert da auch ein bisschen aus. Ich werde da noch eine Absaugung einbauen, die war ja auch nicht eingeplant vom Erbauer. Da kein Absaugstutzen. Gut, ich habe mich entschieden, ich werde es wie er machen. Ich werde solche Schrauben nehmen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal messen, wie viel diese Scheibe hat, weil die müssen wir mitbedenken. Wir können das ja nicht ans blanke Holz, also ich möchte dann schon eine Scheibe, die den Druck ein bisschen verteilt. 30 habe ich hier. Gut, also 30 habe ich auch, also nehmen wir einen 30er Forstner Borel. Gut. Stelle ich mir die Tiefe ein, mal so ungefähr. Messe ich mal, was habe ich hier? Ja, komm, machen wir 15. 15 rein, wie stelle ich mir das ein? Ich setze den Bohrer auf, dann null ich, dann gehe ich 15 mm weiter runter und dann stelle ich meinen Anschlag ein. Das mache ich hier. So, und jetzt komme ich nicht tiefer runter. So, und dann bohren wir. Und nehmt bei so einem Forstenbohrer eine moderate Drehzahl, nicht zu schnell, sonst verbrennt euer Bohrer, wird zu heiß und dann werden die Schneiden stumpf. Ist mir zumindest schon mal passiert, nicht bei denen, aber bei anderen Bohren. Jetzt haben wir hier natürlich eine perfekte von dem Forstenbohrer, eine Zentrierbohrung, sage ich jetzt mal. Ich weiß, ich nehme M10, also nehme ich jetzt 10,5 oder, ja komm, nehmen wir 10,5 und dann bohre ich das Loch jetzt noch vollends durch. So, verenden wir die Bohrung noch. Ich drehe jetzt rückwärts und stecke den Bohrer rein und dann mache ich vorwärts.
Truppe, dein Deutsch. Ah, ich war schon bei 3, bei 2 war ich schon durch. Hey, die Truppe, weißt du? Das ist schon ein Säckel. Ist der Akku leer oder was? Das gibt's ja nicht, dass der Akku mal leer geht. Bei den Geräten, da ist der Akku nie leer. So. Ich bin eh schon gewundert, wann der Akku mal leer geht. Nie. So, wenn wir jetzt schauen, müsst ihr natürlich gucken, dass es mit eurer Scheibe reinpasst. Wenn eure Scheibe nicht reinpasst, dann sage ich Kacke. Um es mal dezent auszudrücken. Witzig, Truppe. Gut, und jetzt markieren die Löcher jetzt am Rahmen an. So, die Position habe ich mir ja vorher schon angezeichnet. Das rücke ich jetzt alles an diese Markierungen hin. Und dann überprüfe ich es aber trotzdem nochmal, dass das wirklich alles passt. Ich kenne mich. Truppe, weißt du, der Vogel. Was messe ich da eigentlich? Vor allem schaue ich jetzt, dass das wirklich noch einmal zentral läuft. Das ist das Wichtigste, sage ich jetzt einfach mal. Frei heraus. Fall runter, das ist alles kein Problem. Dann habe ich hier so Transferpunch, heißt das. Das sind einfach nur Metallstäbe, die haben unten so eine Spitze dran. Die passen ganz genau in das Loch. Die gibt es für jede Größe. Und jetzt habe ich unten eine perfekte Markierung zum Bohren. Wenn ich das jetzt weg tue, seht ihr? Ganz, ganz deutliche Markierungen, die wir jetzt bohren können. So, ich mache das jetzt wieder Matze. Die alte Hütte, der versenkt diese Verbindungsmuttern. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen größer bohren. Ich bohre jetzt mal 15. Der Kleber muss ja auch irgendwo halten, aber nicht zu viel, sonst braucht ihr natürlich zu viel Kleber. Also 15 erscheint mir jetzt ganz gut. Habe ich 15 da? Habe ich noch Geld da? Ist das 15, oder? Mei, super, Truppi! Damit ich jetzt hier nicht ultra schief reinkomme, Küchenplatte gebohrt, Standardbohrmaschine, Bohrer rein, dann habe ich schon mal die Möglichkeit, nicht komplett schief rein zu bohren. So. Ja, wie jetzt? Heiliges Blech, du ehrlich, da müsst du ja aufpassen mit so großen Bohren, merke ich gerade. Hey, Himmel, normal. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist ein Trockenzusammenbau, ob eure Löcher jetzt auch wirklich alle fluchten. Denn wenn das nicht der Fall ist und ihr klebt die Gewindestangen oder eure Buchsen ein und das passt nicht, das ist natürlich dann große... Genau, das was du gerade gedacht hast. So, das passt hier, lässt sich leicht bewegen. Gut, dann würde ich sagen, bereiten wir diese... Hackob, mir fällt immer der Name nicht an, die Verbindungsmutter mal vor, weil so brauchen wir die nicht einkleben. So, wie ihr seht, ich habe die Ecken ein wenig angeflext. Warum habe ich das gemacht? Dass der Kleber was zum Greifen hat. Wir wollen ja nachher, indem wir das festziehen, wollen wir diese Mutter aus diesem Loch wieder rausziehen. Das würde wahrscheinlich auch gelingen. Deswegen haben wir Rillen reingemacht, dass sich das wie verkeilt. Und das kleben wir jetzt rein. Da der Kleber jetzt aber natürlich nicht, wir stecken das ja in das Loch rein, dass der Kleber dann ja nicht an unser Gewinde kommt und wir diese Gewindestangen nicht mehr rausbekommen, nehme ich jetzt hier Isolierband und wickel das oben dran. Dass da ja nichts in das Gewinde jetzt reinkommt. Unten mache ich mir das ja keine großen Sorgen. Das kriegen wir wieder raus. Aber dass an das Gewinde nichts hinkommt. Das mache ich jetzt noch kurz. Icke. Gruppe, weißt du, der alte Berliner. Yes, I'm sitting right here.